Hallo, willkommen zurück. Hallo, was geht, ihr Butzen? Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fellmax. Moment. Fellmax, aber nicht, dass ihr denkt, liebe Leute, dass das hier Fellmax heißen soll, sondern das ist eine Zusammensetzung aus den Namen Failjack. Hallo, Failjack? Ja, mache ich nicht die Ansage? Ach so, ja, du machst die Ansage. Ja, Ja, meine geil. lieben Leute. Ich muss ja um meinen eigenen Witz lachen. Sorry, aber ja. Willkommen zurück. Ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da steht Fellmax, ja, weil ich bin Fell, er ist Max. Und man kann ja keinen Namen drehen, wie er lustig ist. Dann ist er, wenn ich ihn andersrum schreiben würde, würde er Max Fell heißen. Also, hallo Max übrigens. Ja, hallo. Hallo. Hast du Komm auch so her, hübsche rote Augen? Drohnen kuscheln hier. Das hat auch noch keiner gezeigt hier. Ja, wir haben an unserem Hangar hier rumgespielt. Und Als naja, was heißt, wir haben den fertig gebaut, damit ihr euch das nicht mal antun müsst, dieses ganze Rumgraben und alles, das war echt zu heftig. Das wollten wir jetzt nicht alles ja, so zeigen. Also haben wir das offline gemacht. Haben uns hier draußen schon hingestellt, damit ihr das nicht sofort seht. So, mal aus der Drohne rausgehen hier. Und ja. Da werden wir jetzt das Tor öffnen, das große magische Tor. Ne? Oder? Ja, Und hast du die. dann macht der Max das Licht an. Warte, warte, bevor wir das ja machen, wir müssen ja erstmal noch zeigen hier diese tollen Lichter, diese Signallichter, die wir hier gemacht haben. Was für toller Quark hier, den man machen kann, oder? Ja, ganz toll. Und warum ist da jetzt, warum, da ist ja was anderes jetzt hier, also nee. Ja, ich habe die Lichter ja abgeändert. Das sind ja keine viereckigen mehr, die Also sahen. wir begutachten jetzt erstmal den Hangar und wir haben es auch geschafft, den Fahrstuhl von oben nach unten zu verlegen. Richtig. Eigentlich relativ, wir gehen jetzt zusammen durch, einmal mit allem, damit die Leute das bei mir im Kanal sehen und bei Max im Kanal sehen. Auf hier rumzumalen. Sonst malst du hier wieder irgendwas an und dann ist die Wusstest ganze schöne Farbe wieder für die du? Katze hier. Wusstest du eigentlich, dass wenn du rote Farbe nimmst, dass das aussieht wie ein Laser? So, du stellst dich jetzt da links hin, nicht rechts, und Siehst dann du machen wir das das? Tor gemeinsam auf, ja? Okay, wir machen das Tor gemeinsam auf. Das war aber auch eine Heidenarbeit, ne? Ja. Mit einem Haufen Nüsschen. Ist ein So. schweres Tor, da müssen wir zusammen aufmachen. Okay, wollen wir? Ja, dann auf das Tor. Sag an. Okay, so. Ja, jetzt ist wieder zu. Mach doch mal auf. Mach doch mal zu. Mach doch mal Mach auf! doch mal zu hier. Okay. Mach doch endlich auch das Tor. Jetzt ist aber Schluss Jetzt hier. willst Mach doch mal das Aus, zu. auf hier. Vielleicht crasht das ganze Spiel. So, jetzt ist auf. Siehst du? Also, das funktioniert auch sehr gut, das Tor. Haben wir gut getestet hier. Da müssen wir Licht anmachen, ne? Sonst ist das zu dunkel. So, Ja, da das ist glaube der ich schöne zu. Hangar. Genau, wir wollen das jetzt mal so zeigen hier. Der Hangar ist fertig. The Hangar is Ja. ready. Also wir können auch uns mal hier hinstellen und dann mit die Drohne rausholen, dann sieht man das besser. Ja, genau, wieder Hier mal Drohne. hoch hier, dann seht ihr das vom Eingang her. Oh. Mal nicht Einmal alles ohne drin. Licht. Ja. Na, wie man sehen kann, wir haben da echt gewerkelt dran. Wir haben da auch so eine Art Kontrollstelle hier am Hangar gebaut. Und haben hier Ja. natürlich auch verschiedene Plätze für einen Hoover, für ein kleines Raumschiff, für ein Riesenraumschiff und natürlich für unsere Biene. Die steht jetzt natürlich hier rum. Ja, und das hier ist erstmal nur provisorisch, der Konstruktor und die Kisten, weil wir hier unten die Steine brauchten. Damit Genau. wir alles hier mit Beton verkleistern können. Weil hier sind halt die Fenster und die Türen. Hier geht's dann, hier ist das so ein kleiner Steg, da ist das Geländer noch nicht ganz fertig. Oh, stimmt. Das ist wohl wahr. Hier ist das. Jetzt da unten dann in eine Base rein, aber Habe da ich. gehen wir gleich zu Fuß rein. Ich glaube, gestern habe ich das schon gesagt, dass da das Geländer noch fehlt, ne? So, dann machen wir jetzt mal das Licht hier an. Und Mach mal Licht an. tada. Tada! Licht! Es werde Licht! Also das mit dem Licht ist noch nicht perfekt, aber es ist immerhin schon mal Licht. Ja. Also wir wollen jetzt noch ein bisschen rumwerkeln an dem Hangar. Ich muss die Geschütze draußen anbringen, weil wir hatten während der Bauarbeiten hier einen Drohnenangriff gehabt. Genau. Und ich muss hier, hat mich der Feljack dazu verdonnert, hier olle Malerarbeiten zu machen. Und ich werde natürlich gucken, dass wir dann umziehen. Den Fahrstuhl müssen wir noch zeigen, Feljack. Wenn, dann machen wir das gemeinsam. Ja, dann müssen wir noch dahin laufen. So, Ja, dann. wir können ja dann gehen wir schon in die Base hier rein.
Das ist nämlich die Base. Also das Hangar war noch viel, viel größer, muss man dazu sagen. Das Hangar war viel, viel größer. Wir haben daraus noch eine Base haben wir da dran gehangen. Das war ja, wir mussten auch stützen, weil die Decke echt mega knallrot wurde. Richtig. So, also alles Star Wars mäßig angedacht. Soll so ähnlich wie in Star Wars aussehen. Ist natürlich ja, also nicht, aber so. Ja klar, also können wir jetzt auch hier schnell zeigen. Hier ist noch so ein Raum. Ja, ja, da kommt die Basis. Noch. Und hier ja. ist der Fahrstuhl. Guck, jetzt Pusher am Bau wieder. Was denn einer schon wieder? Einer ist schwarz, einer ist weiß. Wo denn? Schweinerei. Und hier drin ist er gar nicht angemalt. Also, wer war denn hier wieder drin? Ja, ich weiß nicht. Hier. Nee, da habe ich ja noch nichts geschafft. So, da kann man von so. Hier auf den Hangar halt drauf gucken. Genau. Grad, da kann man, gut, das versperrt jetzt ein bisschen die Sicht, aber man ja, kann hier raus ist, dann. Ja. Und da kann man auf die Dinger rauf. Genau, und da haben wir festgestellt hier, dass hier ein Geländer fehlt, so. So. Man kann sich hinstellen, kann so runterpinkeln, wenn Max gerade unten am Bauen ist oder so. Genau, guck mal, ich habe einen Laser. Auf mir anzumalen, hey, dann geht die Tür schon wieder zu, du läufst durch und die Tür geht wieder zu. Ja, so gehört's das ja auch. Der Chef geht immer als erstes. Ja, genau. So, weiter geht's. Also, dann haben wir hier, wir haben rausbekommen, wie das funktioniert mit den Koordinaten. Also sprich, wir haben sozusagen das Treppenhaus fast perfekt getroffen. Fast ja, perfekt. Wir hatten ja schon am Anfang hier eine Treppe runter. Genau. Wundert mich. Ein bisschen tiefer bauen. Ja. Ein Stückchen nach vorne musste ich dann halt. Er stand oben, ich stand unten. Genau. Und dann haben wir uns hier so einen Mörder-Fahrstuhl reingeknallt. Ihr seht schon, der geht 180 Meter nach oben. Aber auf einer halben Strecke oder auf einer Dreiviertelstrecke von dem Fahrstuhl, glaube ich, musste ich dann ein, zwei Block nach links gehen und dann habe ich ihn hier getroffen, den roten Hans hier. Da stand er da mit seinen, ohne Fahrstuhlblöcke stand er in den Berg drin und sein ganzer Fahrstuhl ist zusammengebrochen, da unterhalb. Ja, und das lag einfach daran, weil ich nämlich den Fahrstuhl von oben nach unten gebaut habe. Das hat der Fahrstuhl irgendwie dann nicht mehr vertragen und der Feljack hat nämlich angefangen von unten nach oben zu bauen und das geht dann halt eben. So, und der geht ellenlang. Also wenn man jetzt hier Fahrstuhl fährt. Hier ist, ne? Hier ist auch noch nicht ausgebaut, ne? Es muss noch ausgebaut werden, alles hier. Ne? Hier kommt dann so ein Museum rein, Stück für Stück. Da wird dann, wenn man hier hochfährt, ich werde auf jeden Fall in das Video eine Fahrstuhlmusik reinschneiden. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil man fährt hier ellenlang. Hab ich habe mich schon vergraben, seht das schon hier mit der Drohne. Ja. Da bin ich mal schief gegraben, dann bin ich da in die Wand rein. Ja. Wenn man hier mal nach Süden guckt, jetzt beim Hochfahren, siehst du das, da ist alles schief. Alles bin schief hier, alles, ne? Da habe ich mich. Ja, wir haben uns gesucht so ein bisschen. Ja. Aber hier oben haben wir uns dann gefunden. Ah, das war aber auch ziemlich gut, dass wir hier, ne? Also sprich, dass wir hier so ziemlich... Dann seht ihr ja zwei Blocke und dann geht's gleich in den nächsten Fahrstuhl und der geht dann nochmal 62 Meter nach oben. Nochmal 62 Meter. Oh, hier fällt einer. Ja, Fusch am Bau. Das warst du doch schon wieder, ja. Nee, Fusch am Bau. Los zurück, Fahrstuhl holen. Nee, ich muss immer hier das Bier holen und den Sprit holen, weißt du? So, warte mal, hier. So, jetzt bin ich aber drin. Ja, so, ich auch. So. Einmal ein bisschen Schwung holen, ja. Hier ist so, wie man sieht, da hatten wir keine Zeit mehr hier. Haben wir dann gesagt, okay, hier beginnt dann langsam unser Treppenhaus des Todes. Weil, ich musste das hier zumachen, das Treppenhaus. Also hier rein, ne, damit man dann hier nicht mehr runterfällt. Hätten wir das offen gelassen, würde man runterfallen. Das ist mir übrigens passiert. Und damit sind wir sozusagen quasi in der alten Base. Ja, und jetzt sind wir hier oben. Hallo. Und jetzt sind wir hier oben auf dem Berg. Das heißt also, wir haben festgestellt, es gibt eine Tastenkombination, nämlich Shift Space. Wenn man im Fahrstuhl ist, dann fährt man halt schneller nach oben. Ja doch, ja. Und bist du gleich bis ganz umgefahren? Ja, eigentlich weiß ich auch nicht warum. Ich wollte jetzt nur andere zeigen. So, und da sind wir hier in der Base. Von oben. Oh, ist denn hier schon alles fertig? Ist hier alles fertig schon? Was alles? Drohne? Na, guck mal. Da fehlt, hier fehlt noch ein Geschütz also an der Seite. Hier. Da unten sind auch noch die Geschütze. Ihr seht das schon. Ich habe ja auch Selbstschussanlage draußen angebracht. Hier fehlt auch noch. Die Gatlin halt drunter. Hier fehlt auch noch. Hier. Da ist ein Licht dran, aber hier ist kein zweiter Turm wieder drüben. Da fehlt noch was. Ja, und Licht da fehlt. Hier muss auch noch hier viel Licht hin, ne? Damit die was sehen, die Geschütze. Das ist überall angefangen, aber nichts fertig geworden, ne? Ja, aber das reicht ja erstmal bei der Firepower hier. Ja, hier fehlt auch noch ein Geschütz, ne? Da drüben fehlt noch ein Geschütz, hier fehlen ja, die Lampen. Dann, ich habe ja eins dabei hier. Hast du ein Geschütz? Ja. Stell da jetzt noch ein Geschütz, warte. Ja, das können wir auch so stellen. Jetzt zufrieden, Meckermaul. Meckermaul. Meckermax, genau. Meckermax. Guckt euch das mal an, was für ein toller Mann ich bin hier.
mit dieser tollen Frisur. Guck mal, der hat so eine ollen, grünen, hässlichen Haare und ich habe so schöne, er hat voll die gediegene Nussfrisur. Er ist richtig Nussi. Ah, was für ein herrlicher Mann, du. Muss ich ja mal sagen. So. War's beiseite. Was machen wir eigentlich da mit den Holzdingern? Da waren wir auch noch nicht fertig, ne? Eigentlich können wir doch hier alles wieder zubetonieren und nach unten gehen, oder? Ja, nee. Ja, nee. Das wird mal irgendwie so eine Landeplattform machen wir hier, glaube ich, draus. Ja, genau. Also größere Schiffe. Hier könnte man vielleicht die Capital draufballern oder so. Was hat denn eigentlich dieses Holzrahmen-Dings hier für eine Bewandtnis? Der soll nur ein bisschen die Batterie schützen, aber da wusste ich noch keine andere Lösung für. Ah, okay, gut. Vielleicht also. Die Batterie vielleicht hinlegen oder so und dann zumauern, aber am besten vielleicht zwei, drei Stück. Die kleinen Panel müssen auch weg und dafür müssen große rein, aber müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also wieder Fahrstuhl fahren. Hier oben ist noch ein bisschen Arbeit. Fahrstuhl fahren. So, ich fliege mal hier runter. Genau, flieg mal so. So, bin ich schneller, siehst du? Tschüss! So, jetzt sind wir in einer provisorischen Base hier. Wo die vollgefurzten Betten hier stehen. Ja, die müssen wir gleich umräumen, ne? So, hier geht's nach unten. Ja, ich dachte, du kommst schon hierher. Du bist schwer unten, ach so, oder was? Ach so, ja gut, sag doch Bescheid. Dann komme ich wieder hoch. Ich finde das toll, so dieser Fahrstuhl hier. Wir haben so viele Blöcke hergestellt, ne? Voll die Psychos, ja. Sag mal, wieso fehlt denn hier immer noch ein Fahrstuhl? Dass das Ding überhaupt hält, das wundert mich. Welches so. Ding? Na, der Fahrstuhl, da ist doch unten, da fehlt doch ein Teil. Meiner ist zusammengekracht und der hängt jetzt quasi, der Fahrstuhl. Ja, vielleicht müssen wir an der Seite ein bisschen verstärken. Da muss ja eigentlich noch da müsste eigentlich noch Steine drumherum gebaut werden. Vielleicht hält er dann mehr, wenn er mehr Halt bekommt oder so. Aber ich habe den letztes Mal gesetzt, der ist letztes Mal auch schon abgefallen. Den dann aber gesetzt und jetzt, ja, das Spiel speichert manchmal nicht, auch wenn du die Lampen einstellst auf hohe Reichweite, keine Ahnung, kommst wieder rein und spielst, alles wird stockdunkel oder so. Ja. Also so. Das ist irgendwie so ein kleiner Fehler zurzeit in den PLN, dass das immer wieder am Stocken ist. Oder wir, ja gut, wir haben auch einen alten Spielstand, ne? Wann haben wir dieses Koop angefangen? Auch mit Beta, ja. mit dem Experimental 2 Update, glaube ich. Ja, dann ja, kam genau. Das dritte, dann kam das vierte. Da passieren natürlich diese Fehler jetzt, ne? Ja, mal natürlich. Müsste man jetzt ganz normal neu anfangen in der Stable, aber naja. Aber ich sag mal so, das ist doch okay, so wie es jetzt ist. Es funktioniert ja alles und jetzt heißt das umziehen. Die Basis wird nach unten verlegt. Zack. Guck mal, er hat ein T2-Tool. Was hat er dann da alles drin? Im Augenblick von Fälschig. Die ganzen Mods sind da drin gewesen und so. Die Munitionskiste. Die Kiste lassen wir erstmal stehen. Ja, würde ich sagen. Die anderen da auch, oder was? Aber wir müssen ja eh alles umräumen. Und da alles drin. Auch von Fergic belegt hier. Essen immer drin. Ich baue die Sachen ab und dann nehme ich erst das Zeug raus. Also ich wäre ja schon... Nimm mal den einen noch hier. Da ist noch ein Kraut oder so drin. Ne? Ein Kraut, mal bitte. Aufnehmen. Was sind das? Nahrungsmittelprozessor. So, jetzt müssen wir hier erstmal alles ausräumen. Wir müssen das ganze Zeug erstmal unten stellen, ne? Ach Gott, was ist denn... Ja, da ist... Leider schon voll. Ja. Ja, gucken wir mal, was hier alles drin ist. Oh, das ganze Stahl. Wie soll ich das ganze Stahl nehmen? Hier ist alles raus. So, ich habe den ganzen Stahl genommen hier aus der Kiste. Oh Gott, das kriegen wir doch alles gar nicht geschleppt. Hier ist noch eine Kiste. Ich bin voll. Hier sind Waffen drin. Ja, müssen wir uns beeilen. Oder ich packe jetzt den Stahl hier nochmal in die Kiste rein. Nee. So. Lass mal raus. Ja. So, die Kiste ist das, ne? Ja. Zack, eine Frachtbox. Ich hab sie. Die müssen wir erstmal irgendwo stellen, die Frachtboxen, und da erstmal einlagern. Wenn wir eine Frachtbox erstmal haben, ist das ja okay. So, dann habe ich die Gewehre und da oben ist nur noch eine jetzt. Müssen wir erstmal runterbringen, den Mist. Erstmal runterbringen, ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen. Wir haben keine Wifis gesetzt, deswegen ist das jetzt super umständlich. Jetzt geht drüber mal Shift hier. Kommen wir aus der Hufe. Bist du schon unten oder was? Bin jetzt in der ersten Ebene. Jetzt gehe ich runter. Wie geht das denn, Mensch? Du warst doch gerade neben mir. Hast du dich weggezaubert oder wie? Na, ich habe den Gott-Modus an. Kriegst gleich einen Gott-Modus auf die Füße. Ich gehe mit Shift runter, also, ne? Shift gedrückt lassen.
Und wenn noch so ein paar Lichter einbauen, so mit ein paar Pflänzchen da in dem, damit man was zu sehen hat hier fürs Auge. Viel. Weil wie ihr seht, das ist natürlich ellentief hier, ne? Das ist wirklich richtig. Wollen wir das eigentlich hinstellen alles? Ja, wir müssen das erstmal hier vorhin packen, ne? Ja. Ich würde sagen, machen wir hier den Building-Raum oder so. So, warte mal. Willst du hier machen? Ja, okay, gut, alles klar. Erstmal den Kühlschrank setzen. Kühlschrank. Ich hab den Nahrungsmittelprozessor, dann würde ich den daneben stellen irgendwo. Was haben wir noch? Jetzt haben wir natürlich keine Kisten mit, ne? Oder hast du Kisten? Ich habe eine Frachtkiste mit, ja. So, den stellen wir hier daneben. Zack, so, sieht auch schön aus. Kann er erstmal stehen bleiben. Die Betten, ja, soll das hier sein? Ich dachte eigentlich, die kommen. Ja, das gucken wir dann noch. Okay, ich muss das erstmal loswerden, das Zeug. So, dann hauen wir den Konstruktor raus. Anzugstation. Übrigens, ich habe die ganze Zeit Fahrstühle mit, ne? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Habe ich. Ich habe 56 Fahrstuhlblöcke mit. Hatte ich gar nicht gesehen. Aber da werde ich mit dir, da wird wieder irgendjemand wird das gesehen haben und wird schon gesagt haben, hey Max, du hast doch die ganze Zeit Fahrstühle mit. Weißt du bestimmt. Setz mal eine Kiste schon mal hier hin. Nimm den Konstruktor und eine kommt dann oben drüber. Einfach auf den Boden oder soll ich sie... Für den Konstruktor erstmal. Soll ich sie... Wie möchtest du? Was für eine Kiste... Was möchtest du denn für eine Kiste haben? Sonst stelle ich da irgendeine. Ich mag eher so die kleinen, kompakten. Die haben zwar weniger... weniger Fass... Das, was zur Basis passt. Das, was zur Basis passt. Also ich stelle ja immer diese Container MS5, aber die haben nämlich, soweit ich weiß, nur 8,0 KLE, also Lagereinheiten. Während die großen 16 KLE haben. Aber dafür verbrauchen die natürlich auch doppelt so viel, ne? Warte mal, wie sieht der aus? Haben wir so einen schon? Den stellen wir mal hoch. Hochkant. Obwohl, warte mal, so sieht es auch ganz gut aus. Hochkant stellen. Wieso ist denn der eigentlich rot? Weiß ich nicht. Der wechselt okay, immer seine Farbe. Ist ein Chamäleon. So, warte mal. K, das ist auch nicht gut. So. Ah ja, so, okay. Jetzt habe ich ihn. Nein, noch nicht. Jetzt. Ja, so muss er hin. War also doch richtig. So, stellen wir den K. Aber er sieht blöd aus, ne? War der nicht? Noch nicht reinpacken? Das sieht blöd aus, weil das K steht auf dem Kopf. Ja, den musst du immer anders hinstellen. Ja, ja, genau. Warte, machen wir schnell. Den musst du mal so hinstellen, dass man das K auch lesen kann. Ja, so sieht's aus. Das K. So ist richtig, genau. Zack, so stellen wir ihn. Das passt ja auch so hier zum Eingang. Das ist ganz cool, ja. Würde ich sagen, so ist okay. Weiß und schwarz, ja, ne? Weil ja, das schwarz ist gut. Das sieht nicht aus, finde ich. Nee, das sieht nicht gut aus. Dann so, ja, weiß-schwarz. Ja, das passt so eher so. Und das mal so, um den ganzen Mist da reinzupacken. So, haben wir noch eine Kiste? Ja, ich hab hier, ich hab. Eigentlich noch. Ich muss das Stahl loswerden, sonst bin ich nämlich voll. Dann gleich mal. Jetzt mach ich den schon mal wieder hoch. So, ich schmeiß mal das Stahl hier rein, ne? Ja. Hol dann schon mal den Rest, die Kisten und so. Weiß gar nicht, ob du das alles geschleppt bekommst. Alles. Da sind ja die Kisten für den Konstruktor auch noch. Ja, das kriegst du nicht alles geschleppt. Da musst du bestimmt noch viermal rennen. Oder wir müssen uns eine Weife hier nehmen, aber... Ja, und dann kann man das, glaube ich, von oben nach unten. Aber wir bauen die Kisten oben. Wir müssen das oben sowieso zumachen. Also deswegen ja. Das bringt uns ja nicht, wenn wir Wi-Fi benutzen. Weil wir müssen die Kisten ja eh alles holen. Wir müssen das ganze Zeug holen. Die ganzen Konstruktoren, die Generatoren und den ganzen Kram. Ich renne doch nicht jedes Mal zum Generator hoch oder zum Tank hoch, wenn da mal gerade der Tank ausgeht oder so, weißt du? Der Generator wird gleich ausgemacht. Das okay, beim Tanken. Beim Tanken wäre es ja nicht das Thema, das könnte man ja anwählen noch, aber... Wohnkammer... kann auch weg. Das ganze Zeug da oben muss weg. Weil da auch eine ziemliche Schwachstelle ist. Okay, jetzt ist noch massig da drin, ne? Weil wir dann sehr dicht an der Oberfläche sind. Ups. Hier ist wieder jemand, hier hat wieder... Aber... Jetzt setze ich aber hier in den Fahrstuhl. Pass mal auf, wenn das Ding jetzt kaputt geht... Ah, geht doch. Ey! Perfekt, wa?
Ja, ich bin schon wieder auf dem Weg nach unten. Ich hoffe, ich habe jetzt Container mitgenommen. Ich glaube schon. So. Den einen Container muss man leer machen und dann kannst du ihn abbauen schon. Dann kannst du vielleicht noch die restlichen Blöcke noch mitnehmen und vielleicht ein bisschen was von dem rechten. Welchen Container? Den Also kleinen hier? den kleinen viereckigen, der muss leer gemacht werden. Da ist noch viel Ja, den habe ich. Kühlschrankzeug und so. Daneben dann der rechts ist, da ist sind Blöcke noch drin, glaube ich, ne? Ja, da sind die Blöcke drin, aber Und schaffe ganz ich rechts nicht. ist noch, sind noch der mit den Mats überall. Schaffe ich aber nicht, kriege ich nicht raus, bin schon wieder voll. Ich So, habe wie die sieht's denn aus? Kühlcontainer mit. Treibstofftank, ja, Treibstofftank müssen wir uns auch noch Gedanken machen. Und ob wir den mitnehmen oder ob wir den Treibstofftank mit der Munitionskiste hier stehen lassen. Ah, den Generator müssen wir ja auch mitnehmen. Ja, wo stellen wir die anderen Kisten mal hin jetzt? Wollen wir die anderen Kisten vielleicht hier in den Gang stellen vom Fahrstuhl? Können wir auch, ja. Irgendwo hin. Hauptsache erstmal das ganze Zeug loswerden, weil wir ja noch so einiges zu tun haben. Ist das nicht schön? Den ganzen Tag Fahrstuhl hoch und runter fahren. Und das mit der Shift-Space-Taste, damit das alles ein bisschen schneller geht. Oder Shift-C-Taste. Sonst ist man hier so ein paar Minütchen unterwegs. Oh, das sieht auch gut aus. Guck mal, dieses Schwarz-Gelb, ne? Das passt auch ganz gut. Das passt sogar noch besser, finde ich. Ja, das ist cool hier. Machen wir das als Lagereinheit. Ja, das ist auch eine coole Idee, ja. Gefällt mir sehr gut. So Muss man noch Licht Schwarz-Gelb. rein in den Tunnel, ja. So, wo sind denn jetzt die. Wo haben wir das denn alles reingeschmissen hier? Wir müssen jetzt mal gucken. Also in die obere Kiste, da die obere, da kommen die ganzen Mats wieder rein. Dass der Konstruktor von da oben die Mats rausnimmt und unten kommt das fertig produzierte rein. Also das, was unten drin ist, wird alles rausgemacht wieder. Ja, das ist natürlich jetzt wieder die Frage Eine dann. Waffenbox werden wir mal hier irgendwo hinbauen. Ich habe jetzt hier so viele Sachen. Ich habe jetzt hier vergammeltes Fleisch. Ich habe hier 6 Frachtboxen. Ich habe einen Schalter, einen Signalgeber. Ich habe, ach, weiß ich, was ich alles habe. Hier Essen, Trinken. Aber warte mal, das machen wir mal in die Kühlschränke. Ich denke mal, der untere Kühlschrank wird dann der sein, wo wir ja rausnehmen, ne? Hier Alien-Krams, der kommt hier rein. Was ist das? Dingsbums, das auch, dies und das. Heißgetränk. Okay, Heißgetränk und ein Aliendorn. Wozu ist eigentlich ein Aliendorn? Ich habe irgendwie noch nie ein Aliendorn benutzt. Für Gegengift, glaube ich. Ach, Gegengift, okay. Gut, dann Ich kommt das glaube, noch das rein hier. müsste Gegengift sein. Okay, packen wir mal rein. Ganzen Kram hier. Ein Heißgetränk. Das ist eine Energiepille, Ausdauerschub. Packen wir auch hier rein, so. Hier haben wir noch Teile. Wo schmeißen wir denn die Teile hin? Irgendwo, boah, ja. Überall Kisten hier, überall Frachtkisten. Man kann Hier sich in ja. die BX4 machen wir die ganze Muni und die Waffen und die Werkzeuge und so würde ich Du, ich sagen. packe jetzt hier irgendwo was hin, ne? Also, das, Machen wir hier zum Beispiel hier in die ganz linke, machen wir jetzt die ganzen Waffen und so rein oder. Ja, ich pack jetzt hier erstmal irgendwas. Ich habe hier so Solarzellen, ich habe Frachtboxen. Hier machen wir fertige Sachen rein. So. Ich stelle das einfach mal hier Hier, alles rein. diese Das. Generatoren müssen wir auch nochmal gucken, wo wir die hinstellen. Der Failjack, der wird schon wissen, was er hiermit macht. So. Oh, warte mal, die Dinger hier nicht. Das sind ja Rohstoffe, die kommen unten rein, ne? Hattest du gesagt. Braucht man noch? Ach nein, das sind ja die ganzen Waffen. Hier sind noch Dinger, die müssen hier rüber, die müssen dahin. So, das packen wir mal hier hin. Und Blümchen, so, das haben wir auch noch. Gut, hier sind noch die ganzen Stahl. Ich nehme mal den ganzen Stahl raus. Wo soll der Stahl jetzt hin? Oder bleibt der jetzt hier vorne unten drin in dem Konstruktor? Stahl brauchen wir ja zum Beispiel, um produzieren zu können, richtig? Genau, ja, also so alles, ja, aber nicht alle Stahlplatten, da kannst du mal 2000 reinmachen oder so, dass der nicht so voll wird, weil da kommen die ganzen Erze rein, die ganzen Barren kommen da oben rein und. Die Würfel, was ist mit den Würfeln? Da machst du eine extra Kiste, da kannst du zum Beispiel hier oben rechts in die reinmachen oder so. Oben rechts. Oben Links rechts. vier oben rechts.
BX4 oben rechts, dann kommen dann da eben halt die ganzen... Da so rein von unten, ja, ne? Also falls ihr euch alle fragt, warum der Max immer fragt bei Feljack was, weil Feljack macht immer die Lagerführung. Ich schmeiß immer alles in die Kisten und er freut sich immer. Ja. Und deswegen frage ich ihn immer dann, welche Kiste er das haben möchte. Gehärtete Stahlblöcke, warum gehärtete Stahlblöcke? Wo sind denn meine Betonblöcke hin? Da sind meine, nee, da sind sie drin, so. Gehärtete Stahlblöcke haben wir auch. Was ist das? Armierte Betonblöcke. Ah, die hatte ich ja selbst gehabt. So, 2000 meint er hier unten rein. So, die Waffen. Was ist mit den Waffen? Also Stahlplatten und diese flachen und diese halbrunden. Da kannst du jeweils 2000 von unten reinmachen. Ja, ja, okay. So, und diese. Die Betonblöcke und die Stahlplatten packe ich dann zusammen, oder wie? Ich schmeiß sie da einfach mal rein. Bei den Betonblöcken. Keine Ahnung, ob das so ist, aber ich denke mal. Na? Feljack? Machen wir es so. Hier sind noch ein paar Blöcke. Ganz so rein. Hier, das ist doch mein tragbares Kühlgerät. Warum ist denn das hier? Habe ich das hier reingelegt? So. Stahlplatten. So, ich gehe wieder hoch. Falsch. Dun, 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 dun. Also man sollte sich echt hier mal überlegen, noch ein paar gemacht. Was ich da gemacht habe? Was meinst du denn? Was Schmuck gemacht. Ich habe Schmuck gemacht. Also seht ihr, da geht das schon wieder los. Da ist der Feljack schon bei der Lagerhaltung. Ist er ja wirklich, da wurde er ja richtig genatzig. Ne? Also wenn das nicht oben läuft. Oben habe ich doch gesagt, kommen diese Materialien rein. Ja, habe ich ja. So. Eben nicht. Du hast, na egal. Egal. Er knirscht schon mit den Zähnen. Ihr merkt das nur nicht. Er versucht sich gerade zu beherrschen. Aber er ist eigentlich gerade stocksauer, weil ich wieder alles im Lager durcheinander bringe. Oder, Feljack? Ja, nee, nicht ganz. Nochmal Munitionskisten auch mal herstellen. So, das gehen wir jetzt auch nochmal runter hier. Übrigens, was ist denn eigentlich mit dem Basiskern? Der ist immer noch im Treppenhaus, glaube ich, ne? Ja, den müssen wir auch noch nach unten bringen. Da brauchen wir eine gute Stelle für, wo wir den ummanteln können mit armierten Beton und so. Das Geile ist ja, wir haben eine absolut geile und tiefe, schöne Basis, ne? Aber der Kern, der wichtigste eigentlich, das wichtigste von allem, das liegt oben ungeschützt im Treppenhaus. Ach ja, und lieber Stardust da, du siehst, die Basis hält. Also sie ist nicht in sich zusammengefallen, also was ich dir gesagt habe, wir haben ja massiven Fels hier oben drüber, über diesen Blöcken sieht ja richtig massiver Fels drüber. Ja. Naja, passiert dann nichts. Da glaubt man nicht, dass das zusammenfällt. Also nicht, dass ich wüsste. Jetzt nicht sagen, dass du Müll erzählst, aber Stardust hatte doch auch geschrieben gehabt. Hatte doch heute, glaube ich, bei mir geschrieben. Oder gestern hat er doch geschrieben gehabt, dass es halt nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder mit Säulenstützen, das hat er bei mir geschrieben. Oder den Fels Natur belassen. Das hat er bei mir vorhin geschrieben. Ich glaube, heute war das. Also er hat das gesagt und er hat dann noch geschrieben, ich möchte da nicht spoilern, weil er wusste schon, dass wir mit Säulen bauen müssen halt, wegen der ganzen Sache. Also weißt du? In der rechten BX4-Kiste, okay. Da sind die ganzen Teile, für die man stellen kann, und du hast die alle oben rechts in die Ressourcenkiste gemacht. Du weißt ja, wie ich bin. So, was kommt denn jetzt hier in die Kiste rein? Guck mal, ich packe jetzt hier alles rein, du wirst dann schon jetzt gleich wieder meckern, das weiß ich. Ja, dann machst du unten rein, was so, ich weiß ich, jetzt oder so. Ja, genau, ich schmeiß das jetzt mal rein, da wird er jetzt gleich wieder schreien. Was machst du da? Max, was hast du da wieder gemacht? So, guck mal rein, ist das so korrekt? Deine Lagerhaltung, da sehe ich eh nie durch. Wieso ist jetzt hier eine Tür drin? Ja, passt, das muss, nee. Das gehört zu Blöcke, das nicht, das auch nicht. Der Ziehner. Und das alles muss nach oben rein. Ja. Weil wir das so immer oben rein machen, deswegen. So. Hier hin.
Locker sind ja da oben. So, soll ich jetzt alles Kisten mitnehmen? Was ist mit den Treibstofftanks jetzt? Soll ich die Treibstofftanks mitnehmen? Weil der Treibstoff ist ja dann erstmal weg. Der oder? T2 muss abgebaut werden und die Treibstofftanks auch und dann müssen die neu gesetzt werden. Aber wohin? Ja. Das ist die Preisfrage. Wir haben noch keinen Raum dafür gemacht oder so. Weil die haben radioaktive Strahlen und so, wollen wir die drüben in den Raum machen? Ja, hatte ich mir gedacht. Also ich wollte einen Raum für die ganzen Generatoren und so weiter. Genau, da hast du recht, genau. Das ist genau so die Idee. Wenn du den jetzt abbaust oder die Tanks, dann ja. Und hol den Spritfeuer raus aus den Tanks. Ja, okay. Ich glaube, wenn er den abbaust, der fällt nicht raus, der Sprit. Und Lichter nehme ich mal auch mit hier. Wir müssen hier uns irgendwas noch einfallen lassen. Wir müssen hier die Wände aufwerten, ne? Weil hier dann eine Schwachstelle ist, weil wir ziemlich dicht an der Oberfläche sind noch. So, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal auch mit. Munitionskiste lasse ich stehen, ne? Die muss auch runter. Soll ich die also auch mitnehmen? Ja, aber die Munition muss, wenn du die Munition alles in den Inventar halten kannst, ja, das die Munitionskiste kann ich abbauen und dann schnell hier runterbringen und hier unten wieder hinstellen, die Munition rein, sonst haben die Geschütze keine, ne? Gut. Und der Strom, also das muss jetzt alles ein bisschen gleichzeitig machen, die Munition, die Munitionskisten, den Strom und so weiter. Tanks haben wir, glaube ich, hier, T2-Tanks haben wir hier. Okay, ich nehme jetzt die Tanks weg, ich habe die rausgenommen. Leider die Munitionskisten kann ich... Obwohl, warte mal, die Munition kann ich nicht, muss ich jetzt nochmal nehmen. Dann nehme ich jetzt, der T2 ist aus. Den das flackert jetzt immer auf und ab, weil wir haben die Solar ja noch. Oh, Licht. Ich nehme auch die Lichter hier alles mit, weil der Raum, ich weiß nicht, wozu wir den Raum noch hier brauchen werden. So, der Granator ist mächtig. Mal übrigens, habe ich gerade gesehen, wir sind ja schon am Ende der Folge wieder angekommen. Ah ja, das ist schön. Okay, das ist glaube ich dein Konstruktor. Den kann ich nehmen, den auch. Okay, zwei kann ich nicht nehmen, zwei Mini-Konstruktors. Den musst du dann noch wahrscheinlich holen. Da musst du die Munitionskiste wahrscheinlich mitnehmen. Das Licht da oben. Oh, habe ich jetzt was versehen mit. So, okay. Fahrstuhl geht trotzdem, ne? Ja, das ist ja witzig, ne? Der Fahrstuhl geht, auch wenn keine Energie drin ist. Ja. Und sind wir schon wieder für diese Folge durch, ne? Fast, ja. So, und hier müssen wir uns mal was einfallen lassen, dass wir in den Steinen da irgendwie mal so ein paar nette Lichter einbauen. Oder sowas, so, dass man hochfährt, dass man denkt, oh, Alter, wie schön ist das denn? Oh, so schön. Genau, wie schön. So, gut. So. Hey Jack. Richtig. Welcher ist denn das hier? Das ist der Zweier. Das ist der Dreier. So. So. Und in der nächsten Folge haben wir uns auch schon was ganz Besonderes einfallen lassen. Dafür werdet ihr dann überrascht sein, was wir dann machen. Oder, Feljack? Ja. Mr. Grünbart. Der Feljack ist nämlich gerade wieder mitten im Element. Der kommt da gar nicht raus. Hallo! Das ist jetzt richtig, ja. Hey, was ist denn das? Jack. Container MS-04 Large 2. Wir haben Container überzogen. MS-03, ach so. MS-04 war das, ne? Haben überzogen, Feljack. Oh, jetzt ist er richtig. Ja, das muss ja auch alles in Richtigkeit hier haben, ne? Also, wie ihr seht, Lagerverwaltung. Den müssen wir schnell wieder hinstellen und den Sprit auffüllen. Den machen wir dann, wenn wir die Folge jetzt beendet haben. Das machen wir jetzt so offline und damit wir dann, das müssen ja die Leute nicht mehr sehen, wo wir den... Doch, das müssen sie auch sehen. Die müssen alles sehen, was wir hier machen. Müssen, ja, genau, die müssen alles sehen. Kriegen sie auch alles zu sehen, aber in der nächsten Folge. Also, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Hat uns sehr gefreut. Lasst uns ein Like und ein Abo da und schreibt mal schön was in die Kommentare, wie ihr die Basis findet. Ist das geil oder ist das scheiße? Sind wir voll die Noobs oder sind wir voll die Pros? Ja, hier könnt ihr nochmal den Hangar gucken, weil ich bin mal hier so, ich habe mal gute Laune hier. Hier könnt ihr nochmal gucken, wie geil der Hangar ist. Der blinkt jetzt auch so schön, weil wir so geil Solar haben. Das Tor ist wieder, hat wieder der Feljack und der Max wieder offen gelassen.
dass damit schön gleich die Truppen hier reinmarschieren können, dann brauchen wir keine Geschütze mehr da vorne. Ja. In dem Sinn, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.